Hey, hoi, Limo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Poppyhausen 2. Und wie ihr seht, in der letzten Folge hatte ich euch ja den Keller und so ein bisschen den Server gezeigt. In einer bisschen anderen Qualität, dafür aber mit Kamera. Ich hatte nämlich mit OBS aufgenommen und die Einstellungen waren nicht so prickelnd. Habe ich aber jetzt geändert. Aber jetzt nehme ich wieder mit Fraps auf. Deswegen auch keine Kamera momentan. Und ja, heute will ich euch eigentlich so ein bisschen zeigen, was sich so am Server getan hat. Denn, wie ihr gemerkt habt, war letzte Woche kein Poppyhausen zu sehen. Das lag einfach daran, dass ich endlich meinen neuen Job begonnen hatte. Und, oder hatte, ich sag schon hatte, habe. Ist ja gerade mal eine Woche her. Und dann hatte ich halt kaum Zeit, weil ich erstmal mit der Arbeitszeit und so mich orientieren musste. Wann kann ich aufnehmen, wann komme ich nach Hause, wie lange stehe ich im Stau. Bei Köln muss man, wenn man in Köln wohnt, muss man das natürlich mitbrechen. Und ja, dementsprechend gehen wir erstmal schlafen. haben wir uns jetzt wieder hier eingefunden in Poppyhausen. Die Folge von Dienstag, glaube ich. Genau, von Dienstag, das war noch eine vorproduzierte Folge mit der Kamera und dem OBS. Deswegen kann ich euch jetzt erst aufklären, was da letzte Woche los war. Und seitdem ich auch nicht mehr hier war, hat sich auch einiges getan an diesem Server. Und zwar ist der liebe One Moment, den ihr eventuell in meinem Stream schon mal gesehen habt oder vielleicht noch von früher aus dem Louvre-Projekt kennt, als nächster Zuschauer hinzugestoßen. Der wurde von Olli ausgewählt, denn er hat das Rathaus gebaut, was auch schon reinkopiert wurde. Okay, hier den Brunnen kenne ich selber noch nicht. Und der Marktstand ist auch neu. Okay, gut. Hier hat sich einiges getan, wie ihr seht. Ich mache das mal so, ist schöner. Hauen wir mal einen Shader rein. Dann sieht es vielleicht noch süßer aus. Muss mal meine Bonbons hier auf Seite legen, sonst fallen die runter. Ha! So. Das dauert natürlich jetzt kurz. So. Guck mal, jetzt sieht das noch epischer aus. Oh, schön. So, also wie gesagt, ne? Das ist das Rathaus. Da können wir jetzt mal durchsteppen. Und zwar von dem lieben One Moment. So. Come in and find out. Hier ist das Bauamt. Wenn wir zukünftig etwas hier auf dem Server bauen wollen, müssen wir hier einen Bauantrag reinwerfen. Boah, mein Inventar ist ja übelst voll. Ich glaube, das ist noch vom Stream. Da seht ihr mal, wie lange ich nicht on war. Krass. So, wie gesagt, hier die Bauanträge rein. Nur dann dürfen wir noch bauen. Dann sind hier so Büroräume halt, ne? Hier fehlen ein paar Blumen. Haben wir ein paar Blümchen zufällig im Inventar? Dann können wir die doch eigentlich mal da reinsetzen, oder? Komm, wir spenden dem Rathaus mal ein paar Tannenbäume. Genau, so, ne? Hier ist halt dieser Innenraum. Alles total süß und schön eingerichtet. Und dann geht's hier einmal, wir gehen erstmal runter. Runter. Auf der anderen Seite kommt man genauso runter. Dann gibt's hier einmal für Frauchen ein Toilettchen. Ne? Hier so Toiletten. Was ist das? Was sind das für Röhren? Die kenne ich gar nicht. Das kann man voll geil als Lampe nehmen. Das ist bestimmt irgendwas aus dem End, ne? Hier für Männchen, genau dasselbe. Ne? In grün quasi. Dasselbe in grün. Dann kommen wir hier zur Bibliothek, die mir richtig cool gefällt. Die gefällt mir richtig gut, weil das so ein bisschen verknüpft ist. Aber dennoch nicht zu viel. Und hier hinten kommen wir direkt ins Archiv. Ne? Ein Rathaus hat auch ein Archiv, wo so die Stadtdokumente aufbewahrt werden. Und da sind wir jetzt gerade hier, genau. Und wenn wir jetzt wieder hochgehen, dann haben wir hier noch einiges mehr zu bieten in diesem hübschen Teil. Kaum habe ich einen Shader an, habe ich nur noch 40 FPS anstatt 60. Was? Genau, hier geht es dann hier hinten hoch, ne? Bleiben wir erstmal auf der Ebene. Hier kann man so süß runtergucken. Und hier sind halt so Warteplätze. Denn hier Haus der Bürgermeister. Das ist Ollis Büro. Ne? Wie ihr seht.
Genau, hier auch dementsprechend so ein langer Gang, ne, wo man so lang schlendern könnte. Und hier geht es dann auch hoch, wie dasselbe immer von beiden Seiten. Noch eins höher. Und hier oben ist der Traualtar. So, wie auch immer, ne, kann man heiraten. Und hier ist halt noch so, so kann man rausgucken hier auf das schönste Haus der Stadt. Nein. Und was ich richtig cool finde, hier ist so eine Eventbühne, ne? Wenn wir irgendwann mal hier mehrere sind, dann kann man so eine Eventbühne hier. Kann man hier irgendwas machen, irgendwas starten. Ich nehme mal die Abkürzung runter. Sollte man nicht tun, aber ich mache das einfach mal. Genauso wie hier einfach runterfallen. Jetzt sind wir nämlich hinten rausgegangen. Wartet mal, ich zeige euch das mal regulär. Wenn wir vorne wieder rauskommen. Muss ich mal was eaten. Genau, wenn wir hier vorne rauskommen, ne? Dann kann man nämlich jetzt hier lang gehen. Und jetzt fangen die Leute langsam an, auch rechts vom Schiff zu bauen. Wie ihr seht, haben wir hier nämlich jetzt von dem lieben One Moment das Haus. Der hat sich hier direkt niedergelassen neben seinem Bauwerk. Und ich finde, das passt doch vom Stil her. Hier in der Ecke ist eher so das Altmodische. Und da drüben die Ecke ist eher so dieses Luxusviertel, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir reingehen dürfen. Wir machen das einfach mal. Sven, sorry dafür. Gucken wir uns das mal an. Ah, hier oben ist so das Bett. Hier hat sich so ein Mini-Lager gebaut. Gehen wir mal hoch. Ja, wie ein Louvre. So alles so eng und schnüggelig verschnörkelt hier. Genau, Küche. Das ist hier. So eine Art Esszimmer, glaube ich, ne? Soll das sein? Okay. Okay, okay, okay. Wo geht das hier noch hoch? Ein Zombie! Ich töte es! Ich töte es! Tötet es, bevor es Kinder legt! So. Weg damit. Da kann man auch runter gucken. Okay. Und einen Keller hat er, glaube ich, auch noch, ne? Okay. Ah, hier ist noch nicht fertig gebaut. Dann lassen wir das auch mal. Kann man noch raus, genau in seinen Garten. Boah, hier direkt am Wasser. Voll nice. Sein Garten hier so eingezäunt ein bisschen. Ich mag das ja mit dem Weizen, wenn so Weizen ums Haus sind. Mag ich total gerne. Schick, schick, Sven, gefällt mir. Und hier haben wir ja im Stream Jojos Haus angefangen zu bauen. Wir hatten gesagt, weil Jojo ja eh das Administrativ auf dem Server macht, hat Olli in seiner Folge offiziell gesagt, dass er jetzt einfach mit dabei ist. Und ich hatte ja eh angefangen, für ihn das Haus zu bauen. Damit seine Kisten endlich darüber getragen werden können. Ansonsten hat sich noch was getan, genau. Das habe ich in Ollis Folge gesehen. Hier müsste jetzt eine Karte, genau. Hier hat Olli angefangen, die Stadtkarte aufzuzeichnen. Das sieht man jetzt hier alles. Rathaus, Ollis Haus, mein Gelände. Momentan tatsächlich das Größte, aber es ist ja halt wegen dem Reiterhof und dem Rummel. Es sind halt große Projekte, ne? Genau, am Pferdehof hat sich, glaube ich, nichts getan. Schauen wir mal gerade in den Briefkasten. Ich glaube, ich hatte da Müll drin, ne, eben. Ja. Guck mal, wir haben ein Buch bekommen. Geschenk. Geschenk. Guten Tag, Frau EP. Ich habe die Rüstung im Nether gefunden und dachte, dass sie Ihnen bestimmt helfen würden. Viel Spaß damit, Shiro. Naja, danke, Shiro. Cool. Guck mal, das bringen wir direkt mal runter. Warte mal. Cool, de will. Na, 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 na. Ich muss mich mal entleeren. Ich bin so voll. So, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ton. Wir haben doch hier irgendwo eine Tonkiste, wa? Packen wir mal den ganzen Schutz jetzt rein. Das geht mir jetzt mal ein bisschen auf den Sack. Hier ist zu viel in meinem Inventar. Zu viel des Guten. So, Federn so haben wir da hinten. Hinten, hinten, hinten. Hier. Hier haben wir auch Essen und so ein Stiss, ne? Wie war das? Da. Hähnchen. Das Hähnchen. Hier kommen die Keulen rein, ne? So. Gut, Eier haben wir jetzt keinen. Hier Federn haben wir noch, habe ich gesehen. Ansonsten. Nix mehr. Nix mehr Gutes. So, Essen. Melones. Melonas. Melonas. Mein Ständer wurde definitiv abgebaut. Der stand hier. Ich sehe alles. Leute, ich sehe alles. Brauche ich gar nicht so verstecken. Ich sehe alles.
Die Frage, was ist jetzt die Wolle? Ist das Wolle? Nee, Sand. Kies? Das könnte Wolle sein. Ja, das sieht man halt mega schlechter. Aber Wolle hatte ich auch eh drüben hin getan. Fällt mir gerade so spontan ein. Und dann haben wir... Da war auch einer dran. Ich drehe meine Items nicht. So, da was rein. Bricks da rein. Da hatten wir noch einmal Sand. Ich muss mich leider jetzt mal leer machen hier. Erde, ne? Was macht das denn da drin? So, hier war Wolle drin hier oben. Weiße Wolle. Hier war gefärbte Wolle drin. Braune Wolle. Braun, 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 braun. Wir sind übrigens auch auf die 1.9.4 geupdatet. Von der 1.9.2 hoch. Demnach, ja, hier ist so der sonstige Eimerkasten. Da packen wir jetzt auch erstmal die Bücher rein. Wobei, ich habe ja unten eigentlich Bücher. Warum habe ich so viele Diamanthacken? Welche ist meine gute? Habe ich ernsthaft meine gute Dia-Hacke mit im Inventar? Tatsache. Behutsamkeitshacke. Krass, das habe ich auch alles mit. Ich wollte gerade sagen. Dia-Schaufeln, die waren nicht verzaubert, genau. Oh. Ach! Okay. Da waren schon Sachen drin. Hier auf der Seite haben wir aber noch nichts drin. Dann tun wir hier beschriebene Bücher reinpacken. Genau, was ich euch zeigen wollte. Und zwar, dadurch, dass wir auf die 1.9.4 geupdatet sind, ist der Villager... Hä? Eigentlich war der weg. Okay, dann hat die uns den wieder hingeplaced. Danke dafür. Weil die Monsterfalle ging einfach so nicht mehr. Da hat sich aber, glaube ich, nichts dran getan. Hier geht's hoch. Okay. Sonst hat sich hier eigentlich nichts getan. Da kommen schon die Zombies wieder. Ihr seht das. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie. So, 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 so. Schwarzpulver sortieren wir noch ein. Die Brick Slabs weiß ich jetzt gar nicht, wo ich die hin tun soll. Tatsächlich, da habe ich gar keine Kiste für. So fängt das an, ne? Da würde ich mal schwer behaupten. Da ist noch eine frei. Packen wir das mal da rein. So, jetzt wollte ich hier tatsächlich mal diesen Ständer wieder dahin tun, wo er auch war. Sollten sich schämen, die Leute hier einfach meinen Ständer falsch hinzustellen, wer auch immer gegengerannt ist mit seinem fetten Arsch. Schämt euch, Leute, schämt euch. So, gut. Da würde ich sagen, was ist aber eigentlich auch schon mit der Folge? Am Rummelplatz habe ich noch nichts getan. In meinem Garten ist auch nichts passiert. Am Pferdehof eigentlich auch nichts. Wir können mal gucken, ob jemand sich getraut hat, ein Buch reinzuwerfen im Pferdehof. Aber eigentlich hat der nämlich noch nicht offen. Da ist auch nichts drin, ja. Habe ich mir nämlich gedacht. Denn wir müssen nämlich noch Bücher verteilen in die Briefkästen, wie das mit dem Pferdehof abläuft und ab wann man dann kaufen kann. So, so, so. Dementsprechend, hier steht ja dran, 1.7., ne? Habe ich das voraussichtlich geplant. Müssen wir dann mal gucken. So, ich werde auch schon wieder heiser, deswegen beende ich den ganzen Spaß jetzt hier und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch mal bei den anderen rein, die hier mitspielen. Sind natürlich unten alle verlinkt in den Beschreibungen und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst. Ciao.